Willkommen, ihr Lieben, bei mir, dem Thorsten, beim Clan Herausforderer, zu einer weiteren Folge Clash of Clans. Und ich muss mal sehen, wie sich der Glattitator hier rumgeschlagen hat. Also unsere 2 auf 2. Mal sehen, wie er das hier gelöst hat. Mit Karre, okay. Jo. Ja, hier im Clan geht einiges ab, muss ich sagen. Ist sehr, sehr aktiv. Und freut mich natürlich. Allerdings kommen ja auch manchmal welche rein. So wie eben, ich kann das mal aufklappen. Dann ist er hier auch mal benannt, der Ghost FXI, den habe ich einfach mal angenommen, so ein Zehner, so ein Rusher-Zehner, also mit Low-Helden. Und hoppla, ich wurde angenommen, ja, und dann gehen sie wieder. Also man kann es dann auch sein lassen, wenn man hier nicht wirklich rein will. Das ist ein ganz normaler Clan hier, das ist nichts Außergewöhnliches und ihr seid hier auch nicht bei Mami oder so. Das mussten leider gestern auch einige feststellen, dass ich auch anders kann als Friede, Freude, Eierkuchen oder sowas. Denn der ein oder andere ist hier jetzt schon gegangen, weil es dann hier auch, klar, hier gibt es auch mal ein bisschen Streit. Und was heißt Streit? Kritikstreit. Und wenn mir die Fragerei hier einfach ein bisschen zu viel wird, und ist, manchmal wird es mir einfach ein bisschen zu viel, da kommen dann bin Minuten ganz, ganz viele Fragen. Wen soll ich machen? Warum soll ich hier eigentlich was machen? Wie soll ich hier irgendwas machen? Und Alter, war das hier knapp. Eieieiei, wer macht denn eigentlich noch das Rathaus hier jetzt? Ah, Worden regelt, okay. Also wie soll ich hier eigentlich angreifen? Und dann kommt, prasseln hier tausende von Fragen rein. Leute, wir können auch nicht alles beantworten und ich erst recht nicht, weil ich ja auch nicht ewig hier bin. Also, hier gibt es reichlich, die jetzt schon ein bisschen länger in diesem Clan sind, die geben euch die gleichen Antworten. Meine Default-Antwort ist vor allen Dingen jetzt mittlerweile immer nein. Also Default nein. Zu den Fragen, streamst du heute Abend, stream tonight, zeigst du alle Angriffe in YouTube und. Ich habe eben gesagt, meine Default-Antwort ist erstmal auf alles, jetzt erstmal nein. Ach, es ist leidig, aber ich habe mich ja selbst darauf eingelassen. Aber wir haben hier trotzdem schönes Clash of Clans und ihr habt das ja im Thumbnail gesehen, dieses blöde Fragezeichen. Ich weiß im Moment wirklich nicht, was ich nehmen soll, beziehungsweise die Clan-Spiele sind hier vorbei. So einen kleinen Mini-Bug gibt es hier. Immer noch, ich nenne das mal Minibug, also eigentlich ist er kein Minibug, denn ihr seht das hier, der Clan-Herausforderer hat keine 114.000 Punkte reingespielt, sondern das ist das Ergebnis von dem Clan Spätzle mit Soos und nicht von den Herausforderern. Die haben so um die 55.000 oder 53.000, ich will mich da nicht festnageln. Also das stimmt hier unten nicht, aber das beantwortet mal wieder immer diese vielen Fragen. Kriege ich meine Rewards, auch wenn ich in einem anderen Clan bin? Ja, man kriegt die Rewards. Ihr bekommt die Rewards, auch wenn ihr nicht in einem Clan seid und clanlos seid. Dann gibt es die auch. Aber ich hab mir heute eigentlich gedacht, ich nehme das Heldenbuch noch. Und vertick's einfach, denn das Heldenbuch bringt immerhin 50 Gems beim Verticken. Die Bauarbeitertränke hier unten im letzten Tier, die sind auch nicht schlecht. Die bringen aber nur 10 beim Verkaufen. Ich nehme sie jetzt, glaube ich, doch. Ich nehme sie doch, denn ich verkaufe sie nicht. Ich nehme sie dann. Fangen wir also hier an. Wir nehmen hier die Gems. Ein Trank kann ich sogar nehmen, weil ich einen verbraucht habe. Die Trainingspotions brauche ich im Moment nicht so wirklich. Hier oben in der Legende muss ich sagen, da pushe ich ab und zu mal und hier oben nehmen wir natürlich die beiden Hammer, denn wir haben auch noch was vor, wir wollen noch ein bisschen was ausgeben und nehmen jetzt hier die Tränke, das hauen wir uns jetzt erstmal in die Clan Castle rein. So, mal sehen, Hammer haben wir und auch das Schwert haben wir, das ist super, denn mit dem Hammer kann ich jetzt erstmal meine Hexen fertig machen. Mit dem Schwert mache ich erstmal die Hexen fertig. Dann habe ich die jetzt schon mal auf Max-Level. Jetzt habe ich auch reichlich Dunkles, um hier weiterzumachen. Allerdings habe ich jetzt mal gedacht, warum, ich bin ja auch so ein Sammler hier. Ne? Jetzt passt es immerhin wieder, die ganzen Special Offers hier. Denn die haben die ganzen Tage nicht gepasst. Da gab es die Heldenbücher ohne Ende. Für mich, ich habe allerdings alle Helden oben. Das heißt, ich brauche keins mehr, aber ich nehme einmal jetzt, ich gebe hier mal so ein bisschen was aus, denn wofür soll ich die Dinger hier denn nicht auch mal kaufen und ausgeben? Also wir kaufen uns, glaube ich, mal den Hammer hier und ziehen jetzt eine Truppe hoch. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ich will mal gerade gucken, wie das eigentlich geht. Den hier, okay, dann ist das hier unten. Also die Walküren haue ich mir jetzt erstmal auf Max Level. Bam.
So, die habe ich auf Max-Level, denn die habe ich auch in Ausbildung hier. Jetzt sind sie auch gleich auf den höchsten Level. Und jetzt kann ich was ganz Normales leveln. Eine dunkle Truppe. Hatte ich mir eigentlich gedacht. Dann habe ich vor allen Dingen alle dunklen Truppen. Ich muss dann noch den dunklen Zauber machen. Also lassen wir hier mal 14 Tage die Minions rennen. Und ich würde sagen, ich suche auch einen Gegner. Ich habe auch nicht mehr ganz so lange Schild. Das Ding läuft gleich ab in einer Stunde. Und dann suche ich uns mal einen Gegner, dass wir mit der Eventtruppe vor allen Dingen mal angreifen. Habe ich schon einmal damit angegriffen? Nee, habe ich noch gar nicht. Habe ich noch gar nicht gemacht. Da gibt es hier oben zwei Tränke und zwei. Okay, zwei Machttränke. Die Machttränke, ja, ihr seht das. Ich habe diese Machttränke hier so wirklich nie genommen. Aber egal, wir suchen uns einen Gegner und dann komme ich sofort wieder. Ein paar Minuten dauert es. Oh, fast hätte ich ihn verdaddelt hier. Mist. Ja. Fast hätte ich den Angriff hier jetzt verdaddelt. Ich glaube, wir kommen hier mal der Queen so ein bisschen entgegen. Manchmal weiß ich nicht so genau, wie ich meinen Warden einsetze, ob ich ihn jetzt hier nehme oder ob ich den Warden eher bei den anderen Truppen nehme. Aber das, was ich weiß, ich muss hier jetzt schon mal so einen dicken Trank nehmen. Und hier hinten machen wir mal eben die Flanke, glaube ich, leer und gehen hier mit der Karre rein. Karre King. Ich habe keinen Mauerbrecher, okay. Ein paar Riesen hier noch. Und denn ich wollte ja jetzt eigentlich tatsächlich ganz gerne mal meine Walküren hier mit in Wallung bringen. So, die Bowler müssen hier allerdings. Au, was kommt da raus? Da kommt jetzt nicht so was Dolles für mich raus. Das muss ich weggiften in jedem Fall. Und dann kann ich jetzt mal die Walküren hier reinschicken. So, mal schauen. Die sollen da sicherlich jetzt mal springen. Jetzt muss ich mal sehen, wo ich gleich meine Warden auch einmal nehme. Oh, die Queen kriegt hier ziemlich netten Beschuss hier in der Mitte. Wo ist denn eigentlich mein King? Ah, da, okay. Das Rathaus, wo sind die ganzen Walküren hin? Sind hier alle verreckt oder was? Eieieiei. Oh, jetzt muss der Warden die Aura für sich selber mal gerade nehmen. Und damit hier die beiden wenigstens überleben, ist das. Ah, das ist ein Multi, okay, also Multi. Mal sehen, ich glaube, der tut etwas mehr weh. Okay. Da ist mir die Queen denn doch gestorben. Aber wir haben hier einen Stern, haben so ein bisschen, ja, oh, doch ein bisschen Ressourcen haben wir doch geholt. Ist ja nicht so, dass wir jetzt gar nichts geholt haben. Ja, so ein Borden hier in Heilung ist gar nicht mal so schlecht. So, mal sehen, ob wir die noch kriegen hier. Ah, die kriegen wir noch. Die bekommen wir noch. Ah, nee, die kriegen wir doch nicht mehr. Ah, ist nicht so schlimm. Ist nicht so tragisch. Immerhin habe ich einen Angriff gemacht mit der Eventtruppe hier. Man muss ja auch 6000 Dunkel ist. Ah, der Pott Dunkel. Also das Dunkel ist echt super, super schnell wieder voll hier. Den Angriff hätte ich auch fast verdattelt. Ich nehme die Armee trotzdem nochmal. Ich muss gleich erstmal gucken, wo sind eigentlich meine ganzen Walküren hin. Ich habe ja noch einmal, ja, jetzt die nächste Eventtruppe. Da greife ich auch eher selten mit an, muss ich sagen. Selbst in CKs im Moment nicht. Aber wir nehmen die Walküren ruhig nochmal hier mit rein. Mal sehen, wie die. Ich muss mal sehen, wie die ticken. Die sehe ich ganz, ganz wenig im Moment in den CKs. Ich meine, man nimmt sie dann oftmals in der Karre mit oder im Luftschiff, eher in der Karre. Und deswegen will ich die einfach mal ausprobieren. Ich kann es dunkel ruhig ein bisschen rausklopfen. Hier 62.000 jetzt schon wieder. Und wir haben hier auch noch was in der Treasury dann später drin. Den Hammer, wofür will ich eigentlich den Hammer benutzen? Ich habe jetzt einen Hammer über hier. Das ist er hier. Ich hab noch ein bisschen was offen hier. Ihr seht das. Bei mir müssen jetzt noch die Minenwerfer alle hoch. Und ich denke mal, die 8 Millionen hier für die letzte Errungenschaft. Ich weiß, es ist ja Nachtdorf. Das ungeliebte Nachtdorf, aber die letzte Errungenschaft will ich mir doch hier schnappen. Also das dritte Gebäude hier in der Builderbase, in der, ja, in der Bauarbeiterhütte, Dorf, zu machen für 50 Gems 2000 EP. Das will ich in jedem Fall fertig haben. Dann habe ich das hier unten auch durch. Ja, mal gucken, wie es hier weitergeht. Das sollte nur eine kurze, knappe Update-Folge heute für euch werden. Ich habe mich jetzt auch kurzfristig dazu entschlossen, die zu machen. Ich will mal sehen mit den anderen Accounts, wie man diese Events hier ganz gut für euch rüberbringt. Das halte ich in jedem Fall, ich glaube, heute noch fest für morgen oder übermorgen. Mal gucken. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto. Clash.